Hallo Freunde der käuflichen Liebe, willkommen bei eurem Schulle zur nächsten Folge Luigi's Mansion 3. Oh, Moment. Oh Gott. Hatte einen Tag Pause gehabt und schon ist wieder Steuerung ganz, ganz komisch. Okay. Ich hab ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was ich machen muss. Nee, das ist da drüben, Mann. Ah, okay. Ist ein Aufzug. Aufzug, dann haben wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Ach stimmt, zu seinem Auto sollten wir. Da war was. Kann ich die Plakate hier... Jo. Sehr schön. So ist das brav. Komm, du auch noch weg. Hep. Alles ansaugen, was nicht nied- und nagelfest ist. Nehm mal, das ist Geld. Und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man das trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Ja, ist wahrscheinlich daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst. So ist mein Plan, Keule. So, Fahrstuhl. Hallo, Fahrstuhl. So. Und alle Aufzugsknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl auch später noch widmen. Jetzt drück erstmal den Aufzugknopf B1. Aber sicher, Doktor. No, hier, wir kriegen doch gleich Besuch hier. Oder? Kommt. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. Mhm, alles klar. Also müssen wir die Aufzugknöpfe finden. Kommt her, ich saug euch ein. Da, die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Mhm. Hallo, Ratte. Moment. Kann ich die Bilder jetzt eigentlich... Nee. Moment. Oh. Ach, Moment. Ich kann auch hoch runter. Aber nicht links, rechts damit, okay? Ah. Gut zu wissen. Moment, die konnte man doch kaputt machen, ne? Jawohl. Er mit den Kohlen. Maul. Hm. Oh. Ah. Geht doch. Okay, dann klauen wir noch mal kurz zurück hier nach rechts zu dem Gemälde. Habe ich das nur nicht richtig angestrahlt oder ging das nicht? Das ist doch auch ein Edelstein oder was? Nee. Ach, fuck. Okay, nee, ist nix. Na gut. Dann halt nicht. So, Moment, läuft alles? Jo, läuft alles. So, war das hier die Tief... Jo. Oh.
nö, ne? Ah, bleib hier! Okay. Oh, bleibst du hier? Kann ich eigentlich auch die Koffer ansaugen? Nee. Okay. Na komm. Oh, halt. Komm rein. Oh, die erstmal einen Aufzugknöpfe, wa? Oho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist die stibitzt hat? Ja, wer nur? Wer denn sonst, Alter? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Okay, was ist das? Das ist eine Geisterfalle, wie bei Ghostbusters. Mobiles Labor, wa? Langweilig. Langweilig. Ich dachte echt, das wäre eine Geisterfalle. Hätte ich cool gefunden. So, habe ich das Ding schon? Ja, ne? Hä? Okay. Na dann komm. Willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert. Was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Hm? Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Und dann habe ich hereingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Eine besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an, doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert.
Damit sind auch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hattest. Auch König Buhu. Als ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? So, Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Okay. Soweit so gut. Dann fang fleißig weiter, Geister. Und denk dran, immer meinem Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Bläh. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich. Du musst ja auch deine Freundin und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal. Du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Na, das wird was sein. Ich nenne sie Virtual Boo oder kurz VB. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Als ob, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Dann wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Na gut. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Er zeigt unter anderem auch an, welche Aufgabe du gerade zu lösen hast. Das ist hilfreich. Aber noch etwas für dich. Alter! Den Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Okay. Alter. Leitfaden-Einstellung. Leitfaden-Einstellung. Steuerung. Zielen mit R-Stick nur waagerecht. Beim Aufsaugen mitdrehen. Empfindlichkeit Gyro, bla. Okay, lassen wir mal so, glaube ich. Besser ist es. Tipps von Igitt, die lassen wir auf jeden Fall auch mal drin. Ne? Leitfaden ist... Spielablauf, Polo, Charaktere, okay. Erstmal egal, Controller neu verwenden brauche ich nicht. Galerie. Geister. Fünf Schlingel. Und wo ist denn der Page? Uhus. Habe ich logischerweise noch keinen. Bossgeister, ah. Da ist er. Seltene Geister, normale Geister, okay. Juwelen. Da, es gibt viele. Okay, ich hab's verstanden. Marie, einfach mal mit Igitt sprechen. Mehr Spieler. Karte. Oh. Ja. Nun gut. Hotel erforschen. Gucken wir mal mit ihm sprechen. Haben wir noch irgendwas? Denkt mal, einen spannenden Urlaub im Luxushotel gewonnen, dann das. Das Hotel so immer seiner, war wohl der Köder, bla bla. In seiner wahren Form ist das Hotel schlichtweg gruselig. Möchtest du mit mir reden? Oder möchtest du einen Blick aufs Protokoll werfen? Reden.
Zusammengebracht, so ein Glück. In diesem Sinne, geh los. Fang mit dem Schreck weg, Äffel, du, so viele Geister. Bla bla bla. Ich möchte wieder noch. Ich möchte zurück ins Hotel. So. Und erstmal kicken, ist hier noch irgendwo was. Das habe ich ja schon. Hier kann ich wahrscheinlich immer noch nichts machen. Nope. Der ist immer noch kaputt. Fragt mich jetzt auch nur gerade, wo war nochmal dieser Waschsalon? Er war hier links, ne? Da war nämlich auch noch in der einen Waschmaschine hier so ein Diamant. Oh, mal abgesehen von dem, was hier so drinnen liegt. Shit, wie komme ich denn an das Ding ran, ey? Hä? Wie jetzt? Ab wann kann ich den Pömpel schießen? Wie geil ist das denn? Ah. Okay. Aha. Okay. Hier lag auch noch ein bisschen Geld, Gold und überhaupt. Oh, komm her, Kohle. So, hier hat doch eben auch noch was geglitzert. Komm, ich saug euch alle ein hier. Oh, da. Hey. Ja, Hammer. Wo kommt denn das jetzt alles her plötzlich? Ach. Konnte ich etwa an dem Rad? Aha, geil. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ey. Dass ich hier an dem Rad drehen konnte. Okay. Cool. Das sind nur Handtücher, Luigi. Geschmeidig bleiben. Oh. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Viertelstunde. Von daher, der Part ist erstmal wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch eine Benachrichtigung in der Abo-Box bekommt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.